Hallo zusammen, starten wir in die zweite Folge von Towers of Agashbar. Wir hatten die Aufgabe, ein Dorf zu errichten und uns fehlte da Harz. Nun hatten wir von dem Pavel, glaub so hieß er, einen kolossalen Samen bekommen. Den hatten wir eingepflanzt, daraus ist dieser Baum hinter uns gewachsen. Daraufhin erschien dann der Naturgeist, das ist das kleine Kerlchen hier, und er hat uns gebeten, drei Aufgaben zu erfüllen, beziehungsweise zwei Aufgaben. Aufgabe Nummer 1 ist es, wir sollen Kreaturen füttern. Aufgabe Nummer 2, wir sollen die Samen von dem Baum ernten und diese dann einpflanzen und insgesamt 5 ausgewachsene Pflanzen, / Bäume zu erzielen. Das sind die Aufgaben und da kommt auch schon die erste Kreatur, die uns hier feindlich gesonnen ist, ist neu. So, haben wir eigentlich schon eine Waffe gehabt? Ich glaube nicht. Wir gehen mal hier in die Ödnis. Ich hoffe mal, dass er nicht hinterherkommt. Dann schauen wir uns erstmal an, ob wir uns eine Waffe herstellen können. Möglich wäre jetzt der Feuersteinspeer. Genau, da fehlte uns ja Feuerstein, Holz und Fasern. Das könnten wir hier finden. Das wäre jetzt nicht das Problem. Aber ich gucke erstmal, dass wir die Samen von dem Baum ernten. Und dann können wir erstmal zum Pavel gehen. So, 2 Samen haben wir. 3 Samen. Ja, 5 sollten es eigentlich sein. Müssen wir mal sehen, ob die nachwachsen. Und dann hat er gesagt, wir sollen Tiere füttern. Da sollen wir einfach die Bären benutzen wir falsch. Ausrüsten. Die sollen wir einfach in diesem Gebiet irgendwo hinwerfen. Und damit Tiere anlocken. Jetzt hat er sie wieder gegessen. Schmeißen wir mal ein paar Samen rum hier. Mal sehen, was passiert. Gehen wir mal auf Beobachtungsstation. Ja, tatsächlich. Oh, da kommen einige Tiere. Oh ja, Futter für die Spinne. Oh, die garstige Spinne. Alles klar, komm. Wir gehen zu Pavel. Ich hoffe mal, der hieß so. Nicht, dass ich jetzt hier falsche Namen verwende. Mit der Grafik muss ich sagen, das ist so eine Sache. Ich habe jetzt versucht, wirklich das Maximale rauszuholen, aber leider scheint hier mein System nicht ganz mitzukommen. Das ist ein wirklich sehr grafisch anstrengendes Spiel für meinen PC und da geht er wohl ein bisschen in die Knie, beziehungsweise die Grafikkarte. Da könnt ihr mir auch gerne mal Rückmeldung geben, wie bei euch das rüberkommt, ob ich da nochmal dran einstellen sollte oder ob so okay ist. Am besten ist natürlich, wenn ich versuche, mal langsam zu laufen, dann sollte auch die Grafik nicht ganz so verschwimmen. Ich weiß, ich habe es immer eilig. Es ist ein Spiel, wo man sich wirklich viel Zeit lassen kann. Also ihr stresst einen nichts, man kann sich Zeit lassen, alles in Ruhe genießen. Also versuche ich da auch etwas weniger zu rennen. Genau, Pavel. Der erste kolossale Baum, den unser Volk seit Chorus Zeit erlebt. Dieser Baum wird das Zentrum eines blühenden Ökosystems sein. Ja, er fragt uns aber, ob wir genauso aufgeregt sind. Ich sag mal, nein. Und ist etwas Interessantes passiert, als du den Samen eingepflanzt hast? Kleiner grüner Geist. Oder großer flauschiger Gott. Ein kleiner grüner Kerl. Das muss der Waldgeist gewesen sein. Der Waldgott?
Nein, die waren nicht so begeistert. Denn es hieß ja wieder, die Menschheit ist wieder da und wird wohl wieder dieses wunderschöne Biom zerstören. Nein, sie bejubeln unsere Rückkehr nicht. Er gibt uns ein Chemoskop. Es eignet sich hervorragend, um die Welt der Natur zu beobachten und wertzuschätzen. Durch das Beobachten des Lebens um uns herum können wir lernen, in welchen Biomen bestimmte Pflanzen wachsen und was jedes Tier kann frisst. Versuche für den Anfang drei verschiedene Tiere zu beobachten. Liebe Freundin, du wirst erstaunt sein, was du durch dieses Ding sehen kannst. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das erste, was mir so in Sinn kam, ist No Man's Sky. Da haben wir ja auch dieses Untersuchungsfernglas. Ich komme gerade nicht auf Namen, ihr wisst sicherlich, was ich meine. Damit konnten wir auch die Flora und Fauna entdecken. Und schauen wir mal, wie es funktioniert. Erstmal gibt es hier nichts zu entdecken. Aber wir sind auch nicht im richtigen Gebiet. Wir sind immer noch auf der Suche nach Feuerstein, dass wir uns endlich auch mal eine Waffe bauen können. Ja, nun haben wir ja die gewöhnlichen, gemäßigten Samen vom Baum gepflückt und die sollten wir ja wo genau einpflanzen. Wir nehmen die jetzt einfach mal in die Hand. Benutzen, verknüpfen, teilen. Ja, nicht, dass wir sie essen. Benutzen. Aha, kein kompatibles Ökosystem. Okay, also hier am Rand wird es funktionieren. Wir können das mit Q und E drehen. Das zeigt uns jetzt aber nicht wirklich viel an. Also tun wir mal einpflanzen. Nicht genug Platz, um hier in voller Größe anzuwachsen. Das ist ja super. Gehen wir mal ein Stückchen weiter rein. So, drei Samen hatten wir bekommen. Ich glaube, die Meldung bezieht sich dann auf den nächsten Samen, den wir pflanzen würden. Oh, guck mal, der wächst. Nicht identifizieren. Beobachtung läuft. Ernährung, Beeren, einfache Obstleckerei, mögliche Beute, Knochen, rohes Fleisch, elastische Flosse. Wirklich, hier liegen überall gemäßigte Samen rum. Davon sollten wir doch so viele einpflanzen. Das ist doch super. Hier steht jetzt auch nicht genügend Platz.
benutzen. Wir sollen ja insgesamt 5 Samen pflanzen, die dann auch zur vollen Größe heranwachsen. Da müssen wir jetzt einfach ein bisschen rumprobieren. Ich konnte jetzt nicht erkennen, warum das nicht funktioniert. Man muss jetzt hier zentral pflanzen. Also bisher hat nur einer wirklich funktioniert. So, was war jetzt hier hinten anders? Warum funktioniert das hier? Oder funktioniert es vielleicht sogar bei den anderen auch? Guck mal, hier geht's wieder. Harztanne. Oder kann es sein, dass wir die Richtung müssen? Ne, die wachsen alle. Schmaler Baum. Wachsen tun sie alle. Sehr schön. Das? Ich glaube, das war so eine Leiche, so ein Überbleibsel von der Spinne. So, das hier sieht natürlich sehr unappetitlich aus. Was ist das eigentlich? Ein Dungen? Ja, hätte ich mir schon denken können. Wir haben rohes Fleisch, wir haben Haut. Wir benötigen aber noch Feuerstein. Gewöhnlicher Samen. So, Bärchen haben wir jetzt leider nicht mehr. In der Zwischenzeit wachsen ja die Bäume. Das ist alles soweit okay, denke ich. Die kleine garstige Spinne. Wir haben sie auf jeden Fall gescannt. Wir wissen jetzt, was sie gern frisst und was sie für Rohstoffe hinterlässt. Die ist sie ja schon wieder. Kann ich sie... Nee, ah, jetzt hat er die Beere gegessen. Ja, friss den. Gehen wir erstmal ein bisschen Rohstoffe sammeln. Ich will mal in die Richtung schauen, mal sehen, wie es hier weitergeht. Na, schade. Haben wir wieder so einen Krabbler, aber da können wir leider nichts ausrichten. Hier unten gibt es auch sehr wenig Stöcke, Steine, Büsche. Also ist nicht das Gebiet, was ich gesucht habe. Guck mal, Steinbrocken. Ah. Goldstaub.
Na, hier rein traut sie sich nicht. Herstellen den Speer. Ein Feuerstein fehlt noch. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wie Feuerstein aussieht. Wir haben jetzt ein Beil, eine Spitzhacke, eine Schaufel, ein Speer. Damit haben wir erstmal alle Ausrüstungsgegenstände hergestellt. Ja, es wird keiner angelockt. Ich dachte, hier, den können wir anlocken. Hier, friss. Ah, doch, 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 doch. Ach, er schon wieder. Er hat eine elastische Flosse hinterlassen. Und dumm. Das gefällt mir. Friss mal, mein Kleiner. Vielleicht hat er ja noch mal Hunger. Nope. Hat er leider nicht. Unsere nächste Aufgabe ist es ja immer noch, Harz zu besorgen. Jetzt gehen wir mal. Oh ja, guckt. Die Bäume sind gewachsen. Ja, schön. Spindelwurz. Gewöhnlicher Samen und dreimal Wurzel gab es. Irgendwer wird schon kommen. Da rennt er wieder weg. Ah, hier, die Spinne. Warte nur ab. Nee, jetzt hat er schon wieder... Jetzt hat er ja schon wieder gegessen. Schon wieder. Hör doch mal auf, hier zu essen.
Nee, warte, ach, was mache ich, was tue ich? Das sollten wir ja nicht machen. Nein, nein, nein. Ach, gut. Aber hat keiner gesehen. Der Schwanebaum. Ernten wir ihn mal. Bin gespannt. Sonst haben wir von den verdorrten Bäumen immer ein Holz bekommen. Und es gibt zwei Holz. Naja, immerhin. Ist halt nur ein schmaler Baum. So, hier haben wir das Harz. Nennt sich Harztanne. Drei Harz. Okay, dann würde ich mal noch eine weitere Harztanne fällen. Das gab diesmal bloß ein Harz. Klappt wieder nicht. Ah, schön, das hat geklappt. Haben wir denn noch Bärchen? Ausrüsten, jetzt bloß nicht wegessen. So, ich werfe mal ein paar her hier. Irgendwann wird schon mal ein Tier vorbeikommen. Tagebuch. So, Belohnung, Quest, den Samen sehen. Das haben wir gemacht. Ja, man sieht jetzt hier aber leider nicht, wie viel Materialien benötigt werden. Das heißt, wir müssen jetzt zurück ins Dorf laufen. Aber dann füllen wir lieber erstmal so viel, wie es geht, Harztannen. Ach, ja, schon wieder. Ja, ein kleines Häufchen gemacht.
Na, wartet mal. Da muss ich jetzt mal im Dorf schauen, ob man da vielleicht eine Schnellauswahl haben. Ich habe schon die ganzen Tasten durchversucht, dass man mal schnell auf Waffen zugreifen können oder gerade Samen. Geht denn das jetzt hier? Ein Harz brauchen wir. Ein Harz war es bloß. Alles klar. Ogunaru. Litra stop galam kinash. Jigo, you collect store la pu. La jour polo akkaku. Olal stal kwaluchak. Heluna. Du le couches pas, un chachou. Jara la jouchemo. Je tue un pas, Ajit. Stimpo pas maro chastar. Apalu. Gap gakna. Gap im. Jumpas tu or root bumps tu. Jou un pargaro. Katal yo jo. Pula jigu balkirna. Aran joal stika ukin juhu. La rapur, juhu gukon kupabraka la justo kir. Stjorkin juhu pok chorin jupulinok, tarnast ak al shimu. Stam kul juhu stirurubim. Mpa kapun, kompu husha. Leta palo. Ushastin chela umla jorubukir. Shushu stampa. So, es gibt noch zwei Informationen. Erste, diese Lande sind tückisch und vieles ist von der Söhre befallen. Sprich mit unserer Kampfexpertin Hoa darüber, wie du dich verteidigst. Zweitens, die Shimu brauchen dringend Nahrung. Arbeite mit Arche zusammen, um unsere erste Farm hier zu bauen. Ja, es ist alles klar. Ja, dann würde ich sagen, haben wir doch einen kleinen Meilenstein heute abgeschlossen. Das erste Dorf ist errichtet und damit würde ich nämlich auch die heutige Folge beenden. Ich hoffe mal, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da, da freue ich mich drüber. Und nächste Folge müssen wir mal sehen, ob wir uns erstmal an die Ausbildung zur Kampfmeisterin begeben oder ob wir dann vielleicht schon direkt auch die Brücke suchen. Ja. Und wir sollten natürlich noch ein Feld anbauen, also es ist schon wieder einiges zu tun. Ich hoffe mal, ihr seid dann wieder mit dabei. Macht's gut!